gute Stellen für einen Hinterhalt hier. Scheint keiner. Oh, hallo. Sie mag ihre neue Keule. Oh, wo bist du? Da bist du. dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. So. Und ich nehme mir auch die Zeit, den Kyras abzuschneiden, weil er gut was wert ist. Nee. Nee. Einfach weiter. Oh, ich hoffe, das Ding ist nicht auch noch gesichert. Das tut nämlich doch ziemlich weh. Iola, wärst du vielleicht so nett? Namira, watch over you, Champion. Alright, what is it? What do you need? Öffne bitte mal die Tür da. Oh ne, warte, das könnten wir selber knacken wegen Skin Gang. Kling. Keine Falle dran. Oh, das ist sehr gut. Noch irgendwas hier? Nö. Markus kriegt nur ein kleines bisschen Hunger. Ja, ich auch. Man könnte meinen Magenknurren im Hintergrund leise hören. Geht's da hoch? Oh, da ist jemand. War jemand. Oh. Du hältst ein bisschen mehr aus. Du hältst ein bisschen viel mehr aus und hast einen Stab und überhaupt, genau, Feuerbälle, Feuerbälle. Wow. Wow. Hammer Outfit. Zeig her. Black Mage Plate Armor. Ich glaube, Markus hat ein neues Outfit, egal ob das schlechter ist oder nicht. Mitnehmen und ganz viel Schmuck, Gold und Kriegsmagie und... Iola, guck mal weg. Es wird definitiv schlechter sein. 203, 225, ja. Wiegt dafür aber auch wesentlich weniger. Und zieh das komische Dings da aus. Ja, der Rucksack passt jetzt nicht wirklich mehr dazu. Aber das hat Stil. Das Ganze dann auch irgendwie mit irgendwas verzaubern. Kommt auf jeden... Ich muss jetzt hadern, ob ich das anbehalte oder ob ich es auf eine Anziehpuppe stelle in unserer Wohnung, in unserem Haus. Erstmal bleibt es an, weil es halt gut aussieht. Du kriegst derweil... Namira, watch over you, Champion. Da. Ja, du wirst es nicht alles tragen können, da bin ich mir relativ sicher. Du trag bitte unser Helm. Okay, anders. Du kriegst die Ausrüstung. Sieht bei dir nämlich auch gut aus. Dann kann Markus weiterhin seine orkische Sachen da tragen. Und auch den Helm hier. Wieder bewegen. Ja, sehr schön. Also wer auch immer du warst, vielen Dank, dass unsere Begleiterin jetzt wesentlich cooler aussieht. Was haben wir hier noch schönes? Giftresistenz, mehr Stamina, eine Menge Gold und ein Schwarm beschwören. Okay, das können wir doch mal lernen. Und hier die Magie der, die Kunst der Kriegsmagie. Also Destruction Magic. Warum kannst du dich jetzt nicht so gut bewegen? Wegen dem ganzen Gold, ja? Und dem Korundum Erz. Ja, das kann hier bleiben. Ich hätte da noch ein, zwei Kleinigkeiten. Dafür, dass du jetzt so eine tolle Rüstung hast, musst du ein bisschen was schleppen. Trag bitte das da und das Gold darfst du auch haben. Ich vertraue dir mal, dass du damit nicht durchbrennst. Schließlich sind wir das auserwählte Wesen.
was dezent nach einem gewissen anderen Spiel klingt. Du noch rüber und schon kann sie auch fast nichts mehr tragen. Okay. So, weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schickes. Wobei ich denke, dass das... Oh. Irgendjemand hat seine Waffe gezogen. Oh, du warst das. Hab dich. Alles okay? Alles okay. Mit Rest bleibt da. Aber gute Instinkte hat sie, dass sie sofort mitbekommen hat, dass da jemand ist. Ich bin mir relativ sicher, dass es das Geräusch von dem ziehenden Waffe, dass das sie war und nicht zuerst diese komische Orkfrau da gerade. Da hinten ist jemand, ja. Hab dich. Da war noch einer, oder? Wir haben schon mal wieder Trippelschritte. Aber nee, da ist kein weiterer. Du... Healing Poultice, ja. Das ja. Rest, nein. Healing Poultice könnt ihr aber auch gleich mal trinken. Damit wenigstens so ein kleines bisschen nebenbei geheilt wird. Schon wieder so ein Ding. Ich guck mal lieber von oben rüber, weil das wird sie nach Spinnen an. Oh, jo. Nein. Gasse, gasse. Schon wieder erwischt. Die sammelt das durch. Komm, stell dich mal ordentlich hin. Solltest da... Oh, da hinten ist sie. Ganz schön zähe Spinne. Und seit wann kämpft sie auch mit dem Bogen? Habe ich da aus Versehen irgendwas rübergeschoben? Na gut, sie wird schon wissen, was sie tut. Jola? Ich höre das Gift brutzeln, aber es könnte auch noch bei Markus sein. Ja. Schön, schön, schön. Ich habe auch ganz vergessen, das Gift aufzutragen. Aber was soll's, wir kommen auch so einigermaßen klar. Gegen die Magier hätte es ein bisschen geholfen, wobei die waren auch so nicht besonders zäh. Das heißt, dein Gift hätte ich mal ganz gerne. Kann ich nicht, während Gegner näher sind. Okay. Genau, hol mal deine Stamina, trink ein davon und ein davon. Hallo. Kleine habe ich. Eola will durch mit ihrem Feuerball, das merke ich schon, ne? Oh, das ist eine große. Geh erstmal hier in Deckung, du bist tot. Du bewegst dich komisch, ich glaube, du bist nicht tot. Die Spinne da hinten zuckt auch sehr. Oh, noch ein. Oh, noch zwei kleine. Gerade mit Silberpfeilen. Das ist nicht gut. Wechselpfeile auf. Ja, Orkpfeile, was soll's. Mutig ist sie. Da kann man nichts sagen. Hat ihr leider nicht so viel gebracht. Mist. Okay. Deckung, Deckung, Deckung. Ein Stamina-Trank, um das Gift auszugleichen. Da. Und den Heiltrank. Ja. So, und jetzt stürmst du vor, trotz komischer Gifteffekte, um Eola zu retten. Oder tödlichen Spinne. Oh, ich höre links von mir noch was. Kaum Schaden wegen Stamina und so, aber die kriege ich klein. Die kriege ich klein. Okay, das ist die nächste. Irgendwas kleines Blaues. Komm, 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 komm. Uah. Puh. So. Und jetzt das ganze Gift auslaufen lassen. Weil er wurde zigtausendmal gebissen. Du trink. Du hast keinen Heiltrank mehr.
Das könnte jetzt interessant werden. Wenn man da nicht viel anderes machen kann. Hol das Gift raus, während du selber am Vergiften bist. So, so, so. Ganz viel tolles Spinnengift. Ich hoffe, das war's jetzt langsam an Viechern. Stimmst mir zu, ne? Naja. Hier hinten waren auch noch welche. Und hier ist auch dieses eingesponnene. Genau du. Hallo? Ich habe ein Déjà-vu. Letztes Mal, als wir jemanden runtergeschlagen haben, ist er mit unserer Klaue durchgebrannt. Aber was soll's. Gift scheint ausgelaufen zu sein. Thanks for getting me out of that. Bashnag's coven chased me out and left me for dead down here. Nobody lasts too long with the spiders. Please, will you help me get out of here? If the coast is clear, I'll make a break for it. Coven? Was meinst du mit Coven? Bashnag's circle of mages. We, well, they live here. They made it pretty clear that I'm no longer welcome. Du bist ein Necromancer? Bashnag ist tot. He is. I'm not sure how to feel about that. Perhaps it's for the better. Wie geht's dir? I'm too weak right now. Between the spiders and the coven, I'd be dead before escaping the cave. Erzähl mir mehr über diesen Coven. These are no dainty college mages. Bashnag has the skill of a magister and the mind of a warlord. This is a dangerous bunch. They're good company. If you want to study necromancy in peace, though. Du bist also ein Necromancer. I am, and I don't want to hear your moral judgments about it either. I wouldn't have had to study in secret in the old days. I'm too weak right now. So, kannst du es hier rausschaffen? Bashnag cursed me. I can't cast a spell to save my life right now. I'll have to wait until the way out is safe. Bin mir nicht sicher, ob er sicher ist. Okay, warte kurz hier. Please, let me know if it seems safe to leave. Und Markus hat absolut kein Problem damit, einem Nekromanten zu helfen. Also ja, er tötet sie regelmäßig, weil sie ihn töten wollen. Und sie haben auch meistens ganz guten Loot dabei, aber sie wird nichts von Wert haben. Also können wir ihr helfen, in der Hoffnung, dass sie uns irgendwann später mal hilft. Oder sogar Markus begleiten würde, falls Eola mal anderweitig beschäftigt ist. Was ist mit dir? So. Also, da ist sonst nichts mehr richtig. 22 Eier. Okay. Ja. Wir kümmern uns schon drum. Wir machen den Weg frei für dich. Und sagen dann Bescheid. Hier rum, da rum, da rum. Oh, Kiste. Komm. Oh, ein bisschen Gold ist in Ordnung. Das sieht fast nach dem Ausgang aus, oder? Ja, geht mal weiter nach oben, mal weiter nach oben. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Nächste Höhle. Schleich. Frage nur, ob jetzt Spinnen kommen oder ob wieder Magier kommen. Oder ist es der Eingangsbereich? Oh, ich glaube, es ist der Eingangsbereich gewesen, wo hier die Rune war. Ja, und dann hat mir da jemand runtergeschossen. Okay, das heißt, der Weg ist frei. Zurück. Und Nekromantin Bescheid sagen. Aber war eine sehr angenehme Höhle. Also vor allem wegen der coolen Rüstung hat sich's gelohnt. Aber auch sonst war die Beute ertragreich und die Gegner sehr gut machbar. Dich hatte ich schon, oder? Also das Gift zumindest rausgeholt. I'm feeling better. But Bashnag cursed me. Der Weg nach draußen ist frei. Viel Glück. Thank you. When I find my daughter, it will be thanks to you.
Nur mal sicherstellen, dass hier nichts passiert, aber ist ja eigentlich nichts da. Und in dem Gespräch eben gerade hatte sie auch was von Riften erwähnt. Beziehungsweise Markus wollte erwähnen, was sie in der Umgebung von Riften zu suchen hat. Aber sind gar nicht in der Umgebung von Riften? Nee, ich glaube nicht. Nicht so wirklich. Aber er schließt daraus, dass wir eventuell in Riften wieder auf sie treffen könnten. Weil sie sich jetzt dahin zurückzieht. Und offensichtlich ihre Tochter da auch irgendwo lebt. Das heißt, vielleicht sehen wir sie nochmal wieder. Wahrscheinlich denn nicht unbedingt in dieser Robe, weil es ja doch ein wenig verfänglich ist, aber... Ne? Dunkelelfe mit orange-blonden Haaren. Gucken wir, ob wir sie jemals wiederfinden. Aber jetzt raus. Und weiter umgucken. Weil hier scheinen ja die Höhlen ganz nett zu sein. Folgen wir also einfach der Straße. Also erstmal aussortieren. Du, da... Wenn Ellie dann noch einigermaßen was tragen kann. Die Pickaxe bleibt hier. Die. Ich brauche unbedingt Tränke von ihr, neue. Also neue Heiltränke. Ace Steak bleibt hier. Leerer Schlauch bleibt hier. Cabbage bleibt hier. 30 Spinneneier und anderes Gedöns bleibt hier. Spinnengifte bleiben hier. So, dafür hätte ich ganz gerne alles an Heiltränken. Wäre nämlich doch schneller verbraucht, als ich dachte. So, die auch noch. Gut. Ruf da. Und der Straße folgen. Vielleicht kommen wir doch irgendwo in Riften raus, weil wenn wir uns weiter östlich halten, wäre das Richtung Riften. Also wir gehen, umgehen dann komplett Helgen und so weiter. Aber es könnte klappen. Was haben wir da? Buch. Ein Grand Soul Gem. Na schön. Eine enthauptete Leiche. Eine Eisenaxt. Und ich höre irgendwo wieder das Hämmern von der Schmiede. Das heißt, es wird ein imperiales Lager oder ein Stormcloak Lager sein. Vorsichtig, Ellie. Oh. Das sieht weitläufig aus, das Ding. Gute Gebirgsziege Ellie, bleib mal hier. Ich baue darauf, dass du irgendwann einen Weg runter findest. Aber ich würde ungern mit dir hier runterreiten. Zück mal den Bogen. Orkpfeile müssten noch im Köcher sein. Und jetzt überfallen wir nach und nach diese Ruine. Hoffentlich kommt Iola auch gleich runter. Eigentlich steckt fest. Ist's. Krieg. Bewegst du dich fort? Ja, okay. Schleichen. Und siehst du irgendwo irgendwas auf irgendwelchen Sinnen? Nö. Ja, kein Hämmern mehr. Da, da hinten ist jemand. Aber das ist ein Ticken zu weit. Ist da noch irgendwo um die Ecke? Ja, sehe nix. Okay, dann einmal um das ganze Ding rum. Weil ich würde ungern einfach so mit gezogener Waffe da reinstürmen. Lieber erstmal ein, zwei von den Wachen ausschalten vorher. Da vielleicht? Nee. Also es scheint nicht sehr gut gesichert zu sein, wenn wir bisher erst eine einzige Wache gesehen haben. Da luschert der Kopf vor. Was ein super Ziel eigentlich wäre, aber zu weit weg, um das ordentlich zu treffen. Also versuche ich jetzt darauf zu kommen, um da irgendwo reinzuschießen. Was jetzt in der Ork-Rüstung weder besonders leise ist, noch sehr angenehm für Markus. Aber er ist hier inzwischen recht stark geworden. Das sollte einigermaßen hinhauen. Also hüpft da mal rauf.